Hallo Finsenfreunde der Wiener. Ja, wie euch aufgefallen sein wird, hat sich in letzter Zeit bei unserem Lieblingsverein so einiges geändert. Und Veränderung, ja, das muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Und so ist die Vereinsführung vor einiger Zeit auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich denn gerne wieder für den Verein tätig sein möchte. Und da habe ich nicht lange gezögert. Da habe ich sofort Ja gesagt. Denn wenn unsere Wiener meine Hilfe braucht, dann werde ich für sie da sein. Und so möchte ich gerne zukünftig Fotos, Videos für unseren First Vienna Football Club machen und euch natürlich hier auch toll informieren und unterhalten und natürlich dann auch den Verein dadurch hier medial zu repräsentieren. Wie geht's mit Kammern Vienna weiter? Naja, nachdem ich jetzt mittlerweile 3 Tätigkeiten habe, als Lehrer, als Fotograf und natürlich auch zukünftig für unsere Vienna, bleibt da leider Gottes nicht mehr allzu viel Platz für diesen freien Fankanal und so werde ich nur mehr unregelmäßig bis selten ein paar Videos uploaden. Eines möchte ich auf jeden Fall weiterhin machen, nämlich die Fangespräche. Die sind bei euch sehr, sehr gut angekommen und ja, finde ich auch sehr, sehr spannend, wenn die Vienna Fans hier ihre Geschichten erzählen können, ihre Erlebnisse und damit auch den Verein etwas, ja, sehr Positives, etwas sehr Menschliches geben, denn der treueste Teil jedes Fußballvereins, das sind die Fans. Und so möchte ich euch gerne auch beim Verein ein bisschen mehr ins Boot holen und euch auch nicht nur informieren, sondern auch ein bisschen repräsentieren, dass ihr euch hier einbringen könnt. Meine Lieben, ein ganz großes Dankeschön für die letzten 1,5 Jahre, für euer Einbringen, für euer Unterstützen, das Schauen der Videos bzw. Teilen der Postings. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und dieses Gelernte, das möchte ich gerne bei der Vienna jetzt anwenden und euch natürlich auch hier tolle Videos und natürlich auch Fotos bringen. Ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich am 24. August beim Family Day Tag auf der Hohen Warte. Da werde ich natürlich auch dabei sein und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch bei den vielen anderen spannenden Matches in der Wiener Liga und unterstützen unsere Vienna. Bis dahin, kann man Vienna.